Hallo ihr draußen an den Empfängnisgeräten. Heute gibt's das letzte Video hier auf diesem Kanal. Nein, kleiner Scherz, natürlich nur für dieses Jahr. Nächstes Jahr werde ich weitermachen, obwohl, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Ihr macht es so wie immer, einfach mal ohne mein Gesicht, nur meine Stimme. Und ich führe euch jetzt mal so ein bisschen über das, was so passiert ist auf meinem Kanal, in meinem Kanal. Mal hier in die Analytics rein und so ein bisschen bla bla bla. Das sind alle Videos, die ich dieses Jahr gemacht habe. Relativ wenig. Gab Jahre, da habe ich deutlich mehr gemacht. Gerade zu meinen Dampfzeiten war das deutlich mehr. Angefangen hat es am 3.1. mit meinen Akustikabsorbern. Eins meiner wirklich in Anführungszeichen erfolgreichsten Videos jemals. 15.000 Aufrufe, das ist schon eine ganze Menge, finde ich. Jedenfalls für so einen kleinen Kanal wie meinen. 23 Kommentare, 124 Daumen hoch, 11 Daumen runter. Das ist normal, so 10% geht eigentlich meistens der Daumen mal runter. Kriege ich immer noch mal Fragen, wo ich den Stoff her aber habe und so. Das ist eigentlich irgendwie, habe ich da so ein bisschen, weiß nicht, die Interessen von YouTube allgemein getroffen. Da machen wohl viele so mit Heimkino oder so Geschichten rum. Ist eigentlich ganz erfolgreich. Als nächstes haben wir dann einen kleinen Sprung von Januar bis August. Da habe ich gar nichts gemacht. Da ging es mir nicht so gut. Da hatte ich auch irgendwie so ein bisschen die Luft verloren. Die Lust verloren. Habe dann nicht so wahnsinnig viel gemacht. Im Januar habe ich dann noch so eins. Ich lebe noch oder trennen ist das halbe Leben. Da hatte ich in der Firma auch so ein bisschen Probleme. Habe dann den Job wieder gewechselt und bin dann auch wieder sehr zufrieden mit dem, was ich da so den halben Tag tue und treibe. Ist ein kleines Video, 300 Aufrufe. Dann habe ich was über Tubeless gemacht. Das war dann wieder so ein bisschen der Einstieg, auch im August. 500 Aufrufe, 18 Daumen hoch, 1 Daumen rum, 6 Kommentare, also nichts Besonderes. Dann Eurobike, hat wieder relativ viele, ist natürlich immer relativ zu sehen, also 5000 Aufrufe macht Tanzverbot in 3 Minuten, glaube ich. Aber für meine Verhältnisse ist das mehr als üblich, sagen wir es mal so. Gab auch einige Daumen runter, ist aber auch okay, einige Daumen hoch, wenig Kommentare, 4 Stück. Dann habe ich mir meinen Spark gekauft und euch das vorgestellt. 1300 Aufrufe, naja, ist jetzt auch nicht so viel, 10 Kommentare, 22, 1. Ist auch wieder völlig im Rahmen. Dann habe ich was über Gabeldämpfer. Das scheint irgendwie nicht so zu interessieren. 250 Aufrufe. Keinen Kommentar. Das schmerzt mich dann doch immer ziemlich. Also die Daumen sind mir persönlich nicht so wichtig. Aber diese Interaktion mit euch, die ist mir wichtig, wenn dann ein Video überhaupt keinen Kommentar hat. Das trifft mich dann schon ein bisschen. Genauso SKS Ryanair fand ich eigentlich auch ein ganz nettes Video. 400 Aufrufe ist jetzt auch nicht der Hammer. 10 Daumen hoch, keinen Daumen runter, aber auch wieder absolut keinen Kommentar. Ja, ja, das lief nicht so gut. Stickerbomb, Ansage an Bombesman, war ja auch eher so ein witziges Video. 4 Kommentare, 15 Daumen hoch, 350 Aufrufe ist jetzt auch nicht so der Hit. Mein Q&A-Video. Da habe ich ja lange immer mal gesagt, dass ich eins mache. Dann habe ich es endlich mal gemacht. 200 Aufrufe, keinen Kommentar. Da reden wir nicht drüber. Dann habe ich so meine neue Reihe angefangen, so ein bisschen während dem Radeln zu sabbeln, wie da auch steht. 205 Aufrufe, 9 Kommentare. Das ist schön, das freut mich wirklich. 22 Daumen hoch, 1 Daumen runter. Ich habe irgendwie einen, der immer Daumen runter drückt. Das ist auch gut so, das muss auch so sein. WD40. Auch nur 200 Aufrufe, 7 Kommentare, das ist wieder okay. Kersten ist gut zu Vögeln, das ist natürlich auch ein ziemlich reißerischer Titel. Immerhin 12 Kommentare, 200 Aufrufe. Dann ein Video, was auch sehr gut ankam. Mein Weg vom Raucher zum Dampfer ist für die meisten Werbentreibenden nicht geeignet. Überprüfung angefordert. YouTube hat irgendwie die Regeln für Monetarisierung in irgendeiner Weise geändert. Ich weiß nicht, was an dem Video jetzt nicht werbefreundlich sein soll. Jedenfalls, ja, ist halt so. Das Ding hatte lange Zeit 100 Daumen hoch, keinen Daumen runter. Endlich haben sich ein paar erbarmt und da mal ein paar Daumen runter gedrückt. Das muss auch sein bei so einem Video. Also wenn da nur Daumen hoch ist, das kommt mir ja dann schon spanisch vor. 62 Kommentare, das ist
Also würde ich sagen, dieses Jahr das kommentarstärkste Video. Das hat mir auch richtig Spaß gemacht, das zu machen und auch die Reaktionen. Allerdings gab es halt nur positive Reaktionen. Also wie gesagt, am Anfang wirklich überdurchschnittlich viele Daumen hoch, keinen Daumen runter. Jetzt haben sich ein paar endlich mal diese Pissbeutel schwingenden Altdampfer sind jetzt endlich aufgewacht, die jetzt halt nicht so geistig mir immer so schnell folgen können. Da gibt es eine ganze Menge, glaube ich. Nächstes Video war dann Lego. Die NASA, die Rakete, 225 Aufrufe, das ist wenig, ein Kommentar, war auch nicht so. Dann wieder Pumpe, fand ich eigentlich auch ein ganz nettes Review, habe ein bisschen Mühe gegeben, 185 Aufrufe. Ich weiß nicht, das ist so ein bisschen generell das Problem, seitdem YouTube da diese komische Benachrichtigungsstrategie geändert hat, sind meine Aufrufe wie bei allen YouTubern total in den Keller gegangen, weil die Leute einfach nicht mitkriegen, dass ich was gemacht habe. Weil wenn man 2.500 Abonnenten hat und 100 Leute gucken sich da an und davon sind dann 80 Abonnenten, dann stimmt entweder was mit dem Video nicht, was ich jetzt aber nicht so ganz glaube, oder stimmt was mit diesem Algorithmus nicht. Als nächstes der Ketterham, 131 Aufrufe, 0 Kommentare, 17 Daumen hoch. Das sind so die Hardcore-Fans. Ich glaube, ich habe so 15 bis 20 Hardcore-Fans, die drücken immer Daumen hoch. Da bin ich euch auch wirklich dankbar. Das sind einfach Leute, auf die kann ich mich verlassen. Die gucken auch an, was auch immer ich mache, auch wenn ich wahrscheinlich 2 Stunden meine Tastatur filmen würde, würden die sich das wahrscheinlich angucken und würden auch einen Daumen hoch geben. Also nochmal Big Respect an die Leute, die mir da so den Rücken stärken. Dann unvermeidbar iPhone X, mein Fazit nach 25,3 Tagen, 375 Aufrufe, ein Kommentar, 26 Daumen hoch, 3 Daumen runter, ist also auch völlig im Rahmen. Star Wars BB-9, ein Kommentar, 10 hoch, 1 runter, 100 Aufrufe, also ich weiß nicht, irgendwas ist da mit dem Algorithmus faul oder es interessiert keinen mehr, das kann natürlich auch sein. Dann hatte ich noch mein frohes Fest, bla 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 Video. Das war dann komischerweise auch mal als nicht werbefreundlich klassifiziert. Ich verstehe, also YouTube macht irgendwie komische Dinge, muss ich jetzt schon mal so feststellen. Und dann mache ich noch das Video, das lade ich dann heute irgendwie auch noch hoch oder spätestens morgen früh. Naja, ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber war okay. Jetzt gucken wir mal kurz in die Analytics rein. Da sieht man allerdings auch meine wahnsinnigen Werbeeinnahmen. Die darf man ja nicht zeigen, sonst fliegt man ja bei YouTube raus. Deswegen tue ich den Bereich mit dem 11 Euro ausblören oder wie das so schön heißt. Wiedergabezeit dieses Jahr 264.679 Minuten. Da war hier so ein Peak drin. Das war, glaube ich, dieses Dampfervideo. Also Dampfen ist immer noch irgendwie ein Thema, was die Leute interessiert. Also ist so. Durchschnittliche Wiedergabedauer 3 Minuten 7. Keine Ahnung, ob das gut ist oder ob das schlecht ist. Gab es auch irgendwie 2 Peaks. Ich gehe davon aus, einer war der Absorber und einer war dieses Dampfervideo. Ich bin mir aber nicht sicher, ich weiß nicht, wie man da reingucken kann. Aufrufe 84.000 plus 18% zum Vorjahr ist okay. Hier mein wahnsinniger Umsatz, den darf ich euch ja nicht zeigen. Deswegen ist der hier also da könnt ihr euch Häuser verkaufen. Oder Ferraris oder Bugattis oder sowas. 767 gefällt mir oder mag ich Bewertungen, 70 mag ich nicht. Ist eigentlich eine gute Quote, glaube ich. Kommentare 97, da sieht man auch immer mal wieder so Spitzen. Geteilte Inhalte 160, Videos in Playlists, weiß ich gar nicht. Abonnenten habe ich verloren. Der Trend stagniert gerade. 143 habe ich insgesamt verloren. Das ist okay, das sind halt hier meine Themenwechsel. Meine geistige Flexibilität kann ich nicht voraussetzen und auch nicht erwarten von allen meinen Zusehern. Deswegen, manche hänge ich da einfach ein bisschen ab. Ist halt so. So, jetzt tun wir mal kurz scrollen. Da sieht man dann auch, das erfolgreichste Video war dieser Absorber. Eurobike. Keine Ahnung, Wiedergabedauer. Geschlecht habe ich 93% Männer, 7% Frauen. Das muss besser werden. Und warum gibt es hier keinen Reiter für die Interstern männlich, Interstern weiblich und Gender tralala? Das kann so nicht sein. Ich werde Google verklagen.
So, die meisten gucken mich an aus Deutschland, was keine Überraschung ist, aus Österreich, gut, der Schweiz, da wisst ihr ja, mit denen stehe ich so ein bisschen, naja, nicht auf Kriegsfuß, aber ich wohne hier an der Schweizer Grenze und die Schweizer fallen über uns her und kaufen uns die Drogeriemärkte leer. Dann gucken wir nochmal kurz, Wiedergabequellen, also Computer sind viel, aber auch unheimlich viel auf dem Handy, auf dem Tablet, auch auf dem Fernseher und sogar auf der Spielekonsole. Das hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht, dass viele Leute doch mittlerweile meine Videos mit dem Handy gucken. Die habe ich aber nie da irgendwie optimiert. Aber es scheint wohl trotzdem zu funktionieren. Hier nochmal die Altersstruktur. Also die meisten Nutzer sind zwischen 35 und 45. Das wundert mich nicht. Das ist ja sozusagen meine Altersgruppe hier bis 54. Aber auch einige sehr reife Menschen. Aber ich habe wenig junge Menschen, muss ich sagen. Also das ist auch gut so. Das ist nicht meine Zielgruppe. Also dafür gibt es eben so Leute wie KuchenTV und Tanzverbot und ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, die Kelly, Miss Vlog, tralala, das ist eher was für das jüngere Publikum. Ich bin ja selber schon ein bisschen reifer und auch mein Publikum ist mit mir gereift, um das mal so zu sagen. Und dann haben wir hier nochmal die Kommentarfunktion, da ist dieses Dampfer-Video, wie gesagt, mit 27 Kommentaren, das sind dann sozusagen, bei dem anderen zählen ja meine Antworten auch mit. Ich versuche eigentlich auch immer auf jeden Kommentar eine Antwort zu schreiben. Bei der Menge ist es meistens auch machbar. Wenn ich da einen mal vergessen habe oder so, dann möchte ich mich an der Stelle nochmal dafür entschuldigen. Aber normalerweise versuche ich eigentlich auf jedes Video auch irgendwie eine Antwort zu geben, weil ihr habt euch Zeit genommen und ich möchte mir dann auch eben Zeit nehmen. Ich denke, mehr kann man hier gar nicht. Demografie. Irgendwo konnte man doch noch gucken, wo die Leute so herkommen. Das war das Alter. Geschlecht des Zuschauers. Also, keine Ahnung, ich habe irgendwie recht viele Männer, aber ich glaube, das liegt einfach an meinem Thema Radfahren und Lego und so ist ja nun mal eher auch so ein bisschen. Jetzt gucken wir nochmal die Abonnentenzahl an, das ist ein bisschen, wie sagt man da, so zwiespältig. Oh, jetzt hängt es auch. Das ist gut. Also ihr seht, da ist die Nulllinie und da habe ich auch schon mal immer mal wieder ganz schön verloren hier. 2017, 9 Stück an einem Tag. Keine Ahnung, wie man das. Also, es ist halt einfach, ich habe es ja vorher schon mal gesagt, so ein bisschen wahrscheinlich auch mein thematisches Hin- und Herhüpfen hier ist halt nicht jedermanns Sache. Das kann ich aber auch verstehen und ich bin auch niemandem böse, der mich abonniert und ich bin auch niemandem böse, der dann sagt: Nee, den alten Mann da, den muss ich mir auch nicht mehr angucken, weil. Der macht mal Lego, dann macht er was über Lautsprecher, dann macht er was über Ketten und Pumpen und dann macht er was über Gummis und das überfordert mich. Das ist auch okay. So, da bin ich auch niemanden böse. Wiedergabeorte, war das nicht da auf landmäßig? Nee. Irgendwo gab es so ein Ding, wo man sieht, wo die Leute herkommen. Da waren dann irgendwie Papua-Neuguinea oder Zürich, ich weiß aber nicht mehr. Wo das war. Schade, finde ich jetzt gerade nicht. So, ich denke mal, mehr macht jetzt auch keinen Sinn. Ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt keine Uhr an, wie lange das hier schon das Gesabbel ist. Nächstes Jahr geht es auf jeden Fall weiter mit hier diesem kleinen Lego-Ding. Das habe ich da oben stehen. Da freue ich mich schon drauf, weil das wirklich ein cooles Gerät ist. Dann habe ich die Tubulito, das sind so Schläuche. Da muss ich noch was machen, weil die hat mir der Hersteller zur Verfügung gestellt und dann muss ich auch liefern. Das finde ich, gehört sich einfach so. Und dann kann es sein, dass es vielleicht noch mal eine Pause gibt, respektive ich suche schon seit längerem wieder einen Raum. Ich habe ja früher mal fotografiert, so nebenberuflich, aber gewerblich. Und ich merke, dass ich gerne wieder mehr mit Foto machen würde, also Leute fotografieren. Und suche jetzt schon seit ein Jahr ungefähr einen Raum. Ein Problem in Konstanz ist einfach, es ist eine sehr teure Stadt geworden, so wie viele schöne Städte. Und große Städte. Das ist sehr teuer und ich kann da nicht so viel Geld investieren, weil das kriege ich ja nie mehr raus. Respektive, wenn ich dann 300 Euro im Monat für einen Raum bezahle, das ist einfach nicht drin. Jetzt habe ich was endlich gefunden, was mir gefällt, wo die Deckenhöhe passt, wo Länge und Breite passt, wo das Umfeld irgendwie ganz gut ist, aber liegt irgendwie preislich noch ein bisschen zu hoch. Da muss ich mit der Dame von der Firma dann nochmal rumverhandeln. Wenn das klappt, würde ich dann da mein kleines Fotostudio einrichten wollen.
muss dann auch ein bisschen investieren, muss wahrscheinlich auch einen Boden legen und irgendwie ein bisschen malern und so Geschichten. Da wäre halt die Frage, Moment, ich muss mal einen Kaffee trinken. Ob euch das Thema Fotostudio Blitzen auch interessiert, dann würde ich dann mal ein Video machen, während ich vielleicht Laminat verlege oder meine Blitze aufbaue oder keine Ahnung. Könnt ihr mal runter in die Kommentare schreiben, ob das für euch irgendwie interessant wäre. Ob das für euch irgendwie, ja, das wäre dann halt so ein, ja, einfach so ein bisschen, wie ich da so wurschtel, wie ich das aufbaue. Ich muss dann auch Möbel kaufen, Schreibtisch etc. Würde ich dann die Kamera auch mitschleppen und euch dann einfach zeigen. Falls das für euch von Interesse ist, könnt ihr mal unten reinschreiben. Wie gesagt, wenn nicht, dann mache ich es einfach so. Kann natürlich sein, dass dann mal einfach fürs Video dann keine Zeit ist, weil es ist eh jetzt Winter. Fahrrad ist gerade eh nicht so. Lego ist immer mal wieder. Kann dann sein, dass dann einfach auch mal wieder ein bisschen, naja, der eigentlich geplante Rhythmus, jeden Samstag was Neues, dann irgendwie nicht so ganz klappt. So, an der Stelle würde ich mich jetzt verabschieden von euch, wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund und dann sehen wir uns 2018 wieder. Und ich verabschiede mich wie immer und sage